Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video setze ich mich mit dem Aufbau und der Funktionsweise des sogenannten PN-Übergangs auseinander. Eine Diode besteht aus einem PN-Übergang, so dass man also in diesem Video auch die Funktionsweise einer Diode gut verstehen wird. Letztlich wird der PN-Übergang aber auch bei anderen Halbleiterbauelementen, so zum Beispiel beim Transistor, benötigt. Um die Funktionsweise eines PN-Übergangs gut zu verstehen, muss man zunächst die Wirkungsweise von sogenannten Halbleitermaterialien verstehen. Häufig verwendet werden dabei Silizium und Germanium, aber auch zusammengesetzte Halbleiter, die keine Elemente im Periodensystem sind, wie zum Beispiel Gallium Arsenid. Ausgezeichnet sind diese Materialien dadurch, dass die einzelnen Atome oder Moleküle 4 Valenzelektronen enthalten, also 4 Elektronen auf der äußersten Hülle, die potenziell als Leitungsmaterial zur Verfügung stehen. Schaue ich mir hier nun ein einzelnes Atom an, so sehe ich, dass es sich in einem Kristallverband befindet. Zu diesem Atom zum Beispiel gehören 4 dieser Elektronen. Das sind die Valenzelektronen. Die gehen nun eine Verbindung mit den Valenzelektronen des benachbarten Atoms ein. Dadurch ergibt sich diese Kristallstruktur und die Valenzelektronen werden in dieser Kristallstruktur gebunden, sodass sie nicht mehr frei sind und damit für Ladungstransport nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei einer niedrigen Temperatur ist das Halbleitermaterial dadurch also nahezu ein Isolator. Mit steigender Temperatur werden nun einzelne Elektronen aus diesen Paarbindungen herausgelöst, sodass sie als freie Elektronen und damit als Ladungsträger zur Verfügung stehen. Bei einer mittleren Temperatur wird aus dem Isolator ein schlechter Leiter. Es entstehen dabei sogenannte Trägerpaare, das heißt, jedes frei werdende Elektron ist ein potenzieller Träger einer elektrischen Ladung. Aber auch, dass die frei werdende Stelle als sogenanntes Defektelektron ist jetzt eine Stelle, in der besonders leicht Elektronen hineinwandern können, sodass also quasi auch über dieses Defektelektron ein Ladungstransport stattfinden kann. In dem Moment, wo ein Elektron in eine frei gewordene Stelle hineindrängt und diese wieder besetzt, spricht man von einer sogenannten Rekombination. Man sollte sich hier schon merken, dass natürlich durch diesen Vorgang das gesamte Material nach außen hin nicht elektrisch wirksam wird, denn insgesamt sind ja in dem Material nach wie vor genauso viele Elektronen vorhanden, wie es denn Protonen im Kern der Atome gibt. Das Ganze hat also nicht zur Folge, dass sich das Material auflädt, sondern nur, dass eine gewisse Leitfähigkeit entsteht, die durch diese Trägerpaare bestehend aus Elektronen und Defektelektronen besteht. Silizium, Germanium oder Gallium Arsenid sind aber noch keine Materialien, die in der Halbleitertechnik in reiner Form genutzt werden. Denn die Leitfähigkeit ist auch bei mittleren Temperaturen einfach zu niedrig. Außerdem werden bestimmte Mechanismen, die man benötigt, dadurch nicht realisiert. Um nun ein für die Elektronik brauchbaren Halbleiterwerkstoff zu schaffen, werden diese Materialien, die ja 4 Valenzelektronen haben und damit eine klare Kristallstruktur ausbilden, dotiert. Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, diese Materialien zu dotieren. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass man einen sogenannten Donator, einen Spender, in dieses Material quasi als Verunreinigung hineinbringt. Dieses Material verfügt über 5 Valenzelektronen. Das Material wird eingebunden in diese Kristallstruktur. Wir sehen hier das entsprechende Atom, das wiederum mit den 4 Valenzelektronen eine Bindung eingeht mit den Valenzelektronen der Nachbarn. Es wird also fest in diese Kristallstruktur eingefügt. Jedoch bleibt ein Elektron übrig. Dieses Elektron ist jetzt ein potenzieller Ladungsträger in diesem Material. Durch die Anreicherung mit einem Material mit 5 Valenzelektronen entsteht dadurch ein sogenanntes N-leitendes Material mit einem negativen Ladungsträger.
Dieses Bild soll das verdeutlichen, das werde ich weiterhin nun auch verwenden. Wir sehen hier ein Material, das nach außen elektrisch neutral ist, denn auch hierin befinden sich ja wieder genauso viele Elektronen wie Protonen. Man spricht hier von einem n-leitenden Material, weil ja Elektronen als Ladungsträger potenziell zur Verfügung stehen. Statt das Material mit einem Donator zu verunreinigen bzw. zu dotieren, kann man es auch mit einem sogenannten Akzeptor dotieren. Das ist ein Material, das nur 3 Valenzelektronen besitzt. Auch dieses fremde Molekül wird nun fest in diese Kristallstruktur eingebunden. 3 der Valenzelektronen dieses Materials gehen nun wieder eine recht feste Verbindung mit den Nachbaratomen ein. Es bleibt jedoch an einer Stelle zwischen diesen beiden Atomen eine Stelle frei, an der potenziell ein Elektron leicht aufnehmbar ist. Man spricht hier von einem p-leitenden Material, denn diese Stelle wirkt wie ein positiver Leiter, wie ein positiv besetzter Ladungsträger. Auch hier wiederum ist natürlich die ganze Struktur elektrisch neutral, denn alle Atome, die hier eingebunden sind, haben genauso viele Elektronen wie Protonen, sodass nach außen hin keine elektrische Wirkung sichtbar wird. Hier wieder das Bild, das ich nun weiterhin verwenden werde, ein Material, das nach außen elektrisch neutral ist, in dem aber positive Ladungsträger zur Verfügung stehen. Zusammenfassend kann ich nun also feststellen, dass in der Halbleiterelektronik 2 Materialien zur Verfügung stehen, das p-leitende Material mit positiven Ladungsträgern und das n-leitende Material mit negativen Ladungsträgern. Die Basis beider Materialien sind Halbleiterwerkstoffe mit 4 Valenzelektronen. In dem einen Fall beim n-leitenden Material wird gezielt mit einem 5-wertigen Material verunreinigt, dotiert, sodass eben Elektronen als potenzielle Ladungsträger zur Verfügung stehen. Im p-leitenden Material wird gezielt mit 3-wertigen Materialien verunreinigt, sodass Defektelektronen leere Stellen zur Verfügung stehen, um einen Ladungstransport zu bewirken. Beide Materialien verhalten sich nach außen hin elektrisch neutral. Die einfachste Anwendung in der Elektronik besteht nun darin, dass man diese beiden Schichten zusammenfügt, wie in diesem Bild zu sehen. Man spricht dann von einem PN-Übergang. Und wenn es nur einen PN-Übergang gibt, dann entspricht das eben dem Bauelement, das man Diode nennt. Durch das Zusammenfügen dieser beiden Schichten geschieht nun Folgendes. Sind nun Elektronen, die sich hier vorher befanden, in der Lage, in das p-leitende Material einzudringen und die dort bestehenden Löcher zu besetzen? Denn diese Löcher sind ja besonders aufnahmefähig für Elektronen. Umgekehrt ist es so, dass quasi Defektelektronen an die Stellen gehen, an denen sich zuvor Elektronen befanden. Dadurch wird die Leitfähigkeit innerhalb dieser sehr dünnen Schicht rapide herabgesetzt. Gleichzeitig muss man sich nun klar machen, dass durch das Eindringen dieser positiven Ladungsträger an dieser Stelle und der negativen Ladungsträger im P-Material hier eine elektrische Spannung entstanden ist, die sogenannte Diffusionsspannung. Die kann übrigens nach außen hin nicht so einfach gemessen werden, da die Kontaktmaterialien, die man zur Messung benötigen würde, hier wieder das Ganze ausgleichen würden. Aber sie besteht tatsächlich im Inneren des Materials. Schließe ich nun an diesen sogenannten PN-Übergang eine Spannungsquelle an, und zwar so, dass der Pluspol am n-leitenden Material, das in diesem Zusammenhang auch Kathode genannt wird, angeschlossen ist. Und der Minuspol der Spannungsquelle wird an die Anode, an das p-leitende Material, angeschlossen. So passiert nun Folgendes. Es werden Elektronen aus diesem Material zum Pluspol der Spannungsquelle hin quasi angezogen und es werden Defektelektronen in diese Richtung gezogen, in Richtung des Minuspols. Die hauchdünne Sperrschicht im Inneren des PN-Übergangs wird dadurch breiter. Das heißt, die sperrende Eigenschaft des PN-Übergangs wird wenigstens zunächst sogar noch erhöht.
Es kommt hier ganz kurz zu einem Stromfluss, so lange wie diese Sperrschicht verbreitert wird. Danach fließt kein Strom mehr. Die Diode, wir sehen hier das Kennzeichen, wird also in Sperrrichtung betrieben. Es liegt hier der Minuspol, der Strom kann nicht hier hindurch fließen. Es liegt hier der Pluspol, die Diode sperrt. Das ist allerdings nur bis zu einer gewissen Spannungshöhe der Fall, wie wir nun sehen werden. Wird nun die von außen angelegte Spannung weiter erhöht, und zwar nach wie vor in Sperrrichtung, so kommt es irgendwann doch dazu, dass die Diode leitfähig wird, und zwar in Sperrrichtung. Zwei Effekte werden hier in der Fachliteratur genannt, der sogenannte Zehner-Effekt, der bei Durchbruchspannung bis zu 5,5 Volt überwiegt, und so der sogenannte Lawinen-Effekt, der bei größeren Durchbruchspannungen zum Tragen kommt. Ich werde hier den Zehner-Effekt etwas genauer erklären. Und zwar ist es so, dass ja hier an dieser Stelle die Spannung, die von außen angelegt wird, anliegt. Da diese Spannung auf einer sehr kurzen Strecke wirksam ist, diese Schicht ist hauchdünn, einige Mikrometer dünn, ist die Feldstärke in diesem Bereich sehr stark. Das heißt, es gibt ein elektrisches Feld zwischen diesen beiden Punkten mit einem sehr großen Wert, denn die elektrische Feldstärke ist als Spannung pro Strecke definiert. Man kann sich das jetzt recht leicht vorstellen, denn wenn hier zum Beispiel nur 5 Volt liegen, so besteht doch aufgrund dieser kurzen Strecke eine Spannung von 5 Volt pro Mikrometer. Das heißt, eine sehr hohe Feldstärke innerhalb dieser Schicht. Diese hohe Feldstärke hat nun zur Wirkung, dass die Elektronen, die sich ja nach wie vor in großer Anzahl auch in dieser Schicht befinden, denn die ist ja grundsätzlich erstmal neutral und enthält somit auch viele Elektronen, die in diesem Kristallgitter zwar gebunden sind, nun aber durch die hohe Feldstärke in diese Sperrschicht gezogen werden, sodass die Sperrschicht plötzlich nach dem Zehner-Effekt leitfähig wird. Das gleiche gilt umgekehrt, das habe ich hier nicht eingezeichnet. Es dringen Defektelektronen in diese Schicht ein, sodass auch durch diese Defektelektronen diese Schicht quasi überflutet wird und somit leitfähig wird. Bei Spannungen über 5,5 Volt ist der Lawinen-Effekt stärker als der Zehner-Effekt. Der Lawinen-Effekt ist ebenfalls auf diese große Feldstärke zurückzuführen. Es ist nun so, dass innerhalb der Sperrschicht aufgrund der hohen Feldstärke Elektronen aus ihren Verbünden herausgerissen werden und somit zur Leitung von Strömen zur Verfügung stehen. PN-Übergänge und damit auch Dioden können also auch in Sperrrichtung betrieben werden und dabei den Strom leiten. Ich verweise hier auf ein entsprechendes Video, in dem ich mich ausführlich mit der sogenannten Z-Diode befasst habe, die nämlich genau diesen Effekt nutzt. Genauso wichtig wie der Betrieb in Sperrrichtung bei einem PN-Übergang ist auch der Betrieb eines PN-Übergangs in der sogenannten Durchlassrichtung. Die Durchlassrichtung bedeutet, dass das N-leitende Material an den Minuspol einer Spannungsquelle angeschlossen ist und das P-leitende Material an den Pluspol einer Spannungsquelle. Beziehungsweise es ist so, dass von diesem Kontaktpunkt bis zu diesem Kontaktpunkt eine in diese Richtung positive Spannung besteht. Im Moment gehe ich noch davon aus, dass diese Spannung kleiner ist als die sogenannte Diffusionsspannung, die ja dadurch ausgeprägt wird, dass durch das Zusammenfügen dieser beiden Materialien in der Sperrschicht eine Spannung entsteht. Dabei passiert nun Folgendes. Es werden Elektronen quasi von außen in das Material hineingedrückt und dringen in die Sperrschicht ein. Entsprechend werden auch Defektelektronen in diese Sperrschicht hineingedrückt, wodurch die Sperrschicht zunächst einmal dünner wird. Das heißt, dass bei Spannung unterhalb der Diffusionsspannung die isolierende Schicht durch Rekombination von Ladungsträgern, von Trägerpaaren, ganz dünn wird.
Zunächst sperrt der PN-Übergang bzw. die Diode noch, obwohl die Spannungsquelle ja in Durchlassrichtung an den PN-Übergang angeschlossen worden ist. Erst mit größerer Spannung, die von außen in Durchlassrichtung angelegt wird, dann wenn U, die hier anliegende Spannung, den Wert der Diffusionsspannung übersteigt, wird die Sperrschicht vollkommen abgebaut. Elektronen dringen in die Sperrschicht ein. Die Sperrschicht wird komplett abgebaut. Es stehen hier Elektronen als Ladungsträger und auch Defektelektronen als Ladungsträger zur Verfügung. Der PN-Übergang ist leitend geworden. Schaut man sich die Modellvorstellung sehr genau an, so muss man natürlich ins Kalkül ziehen, dass hier sowohl Defektelektronen als Ladungsträger als auch Elektronen als Ladungsträger im Spiel sind. In sehr vielen Fällen ist es aber vollkommen ausreichend, sich vorzustellen, als sei hier nur ein Elektronenstrom vorhanden. Für einfachere Betrachtungen reicht das vollkommen aus. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video anschaulich erklären, warum in einem PN-Übergang zunächst eine Sperrschicht mit einer Diffusionsspannung aufgebaut wird und wie es dazu kommt, dass sowohl in Sperrrichtung als auch in Durchlassrichtung beim Erreichen bestimmter Spannungswerte die Diode bzw. der PN-Übergang leitend wird. Das spielt bei Dioden, Transistoren, Thyristoren und vielen weiteren elektronischen Bauelementen eine sehr große Rolle. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.